so hell draußen, obwohl es Nacht ist. Du dummer Ochse, das ist der Stern, der da leuchtet. Ich bin kein dummer Ochse. Da passiert was. Ich spür's genau in meinen Hörnern. Was soll da schon passieren? Aber früher waren die Nächte stockfinster, wenn nicht gerade Vollmond war. Du hast recht. Dieser Stern ist komisch. Der war früher nicht da. Naja. Wir bekommen Besuch. Der Hirtenhund ist da. Hey Kalidus, du kommst immer sehr viel herum und kriegst viel mit. Was ist los da draußen? Keiner kann so richtig schlafen bei diesem Licht. Ich muss gleich wieder zurück zu meiner Schafherde und aufpassen, dass kein Schaf abhaut. Die sind alle so unruhig heute Nacht. Weißt du, warum der Stern so hell leuchtet? Nein, aber wir können ihn ja mal fragen. Haha, den Stern fragen. Mein Großvater war noch ein richtiger Wolf. Er konnte mit Mond und Sternen reden. Ich mach's mal. Huhuhu.
der Heiland geboren. Siehst du? Ich spür's in meinen Hörnern. Da passiert noch mehr. Ach, du mit deinen Hörnern. Ich muss los. Die Schafe sind wie verrückt heute Nacht. Und wenn eins abhaut, bekomme ich Schläge von den Hirten. Glaubst du, was der Stern gesagt hat? Dass der Sohn Gottes geboren wird? In einem Stall? Ich weiß nicht so recht. Naja. Womöglich in unserem Stall? Ach Quatsch, du dummer Ochse. Warum gerade in unserem Stall? Siehst du hier irgendwelche Menschen? Nein, ich dachte nur, weil es mich gerade so gejuckt hat in meinen Hörnern. Komm, Esel, kuschel dich an mich. Ja. Komm her. Aber piek's nicht mich mit deinen Hörnern. Und du nämlich nicht immer dummer Ochse. Hallo, ist da wer? Ich höre Stimmen. Wer bist denn du? Ich bin Flocke, das Schaf. Ich habe meine Herde verloren. Hat der Kalli das mal wieder nicht aufgepasst? Ja. Es ist so hell draußen und ich habe Menschen gesehen, aber keine normalen Menschen. Sie trugen Flügel. Du dummes Schaf, das sind Engel. Das weiß doch jeder. Engel? Was machen die denn hier? Ist passiert was? Ich spür's genau in deinen Hörnern. Ja. Mir ist so kalt. Komm zu uns und kuschel ein wenig. Ich mein Haus, so halte mich.
Max, Herr Esel, ihr bekommt gleich Besuch. Danke, kein Bedarf. Wir haben genug Besuch bekommen diese Nacht. Wer kommt denn, Fidus? Zwei Menschen, eigentlich drei. Das ist nicht so klar. Du dummer Hund, kannst du nicht zählen? Zwei Menschen oder drei? Naja, ein Mann und eine Frau. Und die Frau ist schwanger. Was wollen die denn hier? Mein Herr hat keinen Platz mehr in seiner Herberge und hat gesagt, sie sollen in seinem Stall übernachten. Da dachte ich, ich gebe euch mal Bescheid. Das ist sehr nett von dir, Fidus. Ich spür's in meinen Hörnern. Da passiert noch was. Helft alle mit. Wir machen den Stall sauber. Warum denn das? Wir bekommen Besuch. Zurück zu meinem Herrn und leg mich an den warmen Ofen. Da ist es wärmer als hier. Ich glaube, ich gehe auch mal. Ich suche meine Herde. Dann kann ich Ihnen ja erzählen, was hier los ist im Stall. Ob das die Frau ist? Welche Frau? Na, die, die den Heiland gebären soll. Du kannst recht haben, Ox. Du bist gar nicht mal so dumm, wie ich dachte. Ich glaube, denen ist auch kalt. Komm, wir wärmen sie mal. Hey Flocke, husch husch zurück zur Herde. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich war bei Ochs und Esel im Stall. Da war ich auch. Sie bekommen Besuch diese Nacht von zwei Menschen oder eigentlich drei. Hey Flocke, du dummes Schaf, kannst du nicht zählen? Zwei Menschen oder drei? Ein Mann, eine Frau und die Frau ist schwanger. Ach so, schwanger.
Vielleicht ist das die Frau, die den Heiland gebären soll, von dem der Stern uns erzählt hat. Was hat dir der Stern erzählt? Meinst du den Stern, der seit Tagen so hell leuchtet? Welcher Königssohn? Ich muss auch mal abhauen, dann erlebe ich was. Ich auch. Nimmst du mich mit? Und ich habe Menschen mit Flügeln gesehen. Engel nennt man die. Ruhe! Ruhe! Das sind sie. Die Engel. Hilfe, warum ist es so hell? Wer ist das? Siehst du diese Wesen mit den Flügeln? Sind das Engel? Natürlich sind das Engel. Was denn sonst? Haben es die Menschen auch endlich geblickt? Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt als Zeichen. Ihr werdet finden, das Kindlein in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Aber laut schreien kann er. Hast du die Engel singen hören? Da hat er sofort aufgehört mit Schreien und ist eingeschlummert. Heute Nacht passiert noch mehr. Ich spür's auch in meinen langen Ohren. Heute werden noch mehr Leute kommen. Die Bude wird platzen, Auweia. Ein Glück, dass wir aufgeräumt haben. Aber denk nur an den vielen Dreck, den die Schafe gleich mitbringen. Und erst die Hirten. Ist mir doch egal. Ich freue mich auf den Besuch.
Ich spüre es in meinen Hörnern. Das wird lustig. Wie es uns der Stern gesagt hat, das ist der Heiland. Und er wurde in unserem Stall geboren. Und was spürst du in deinen Hörnern, Ochs? Freude, große Freude. Ich spür's auch. Große, große Freude. Ich spür's in meinen langen Ohren. Thank you.
Hallo? Ist da wer? Ich höre Stimmen. Entschuldigung, da nehme ich den zu, aber ich muss die Maske absetzen. Ah, ja, okay. Das war eine Idee. Und was spürst du in deinen Hörnern, Ochs? Freude! Große Freude!